Ja, wunderschönen Abend, meine lieben Souls-like-Freunde. Lords of the Fallen hat sich für mich als ein wirklich würdiges Souls-like entpuppt. Es wirkt anfangs alles wirklich sehr vertraut und man mag meinen, das ist doch Dark Souls 4. Klar, die Ähnlichkeiten, die sind nicht von der Hand zu weisen. Aber Lords of the Fallen sollte man auf keinen Fall wie ein klassisches Souls spielen. Das war ein Lehrgeld, das was auch ich bitter bezahlen musste. Ich habe selten so viele Mütter beleidigt in einem Live-Let's Play. Besonders die Mama von diesen Mini-Zombies, die haben absolut keine schöne Zeit gehabt. Ich hasse deine Mutter immer noch, du geschissener, gesichtsloser Trottel. Man muss einfach akzeptieren, dass Lords of the Fallen ein eigenständiges Spiel ist, das was zwar vieles vom großen Vorbild abschaut, aber das was auch so viele Eigenheiten hat, dass man das einfach respektieren muss. Und heute geht es um 10 Dinge, die was ich persönlich gern früher gewusst hätte. Die was mir mein Leben in Lords of the Fallen definitiv vereinfacht hätten. Seine Spielpraktiken, Waffen oder einfache Tipps und Tricks. Mit dem Wissensstand, den was ich heute habe, wäre ich definitiv besser durch Lords of the Fallen gekommen, hätte ich den vor 10 Tagen gehabt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der was Lords of the Fallen noch nicht gestartet hat. Oder vielleicht direkt am Anfang steht. Und dem könnte dieses Video definitiv helfen. Aber vielleicht gibt's auch den einen oder anderen, ich nenne es mal Lords of the Fallen Veteran, der was schon lange im Spiel ist, der was den einen oder anderen Punkt noch nicht kennt. Noch kurz was in eigener Sache, Freunde, wir stehen kurz vor den 40.000 Abonnenten. Und wenn euch diese Videos helfen, wenn ihr mir ein bisschen unterstützen wollt, dann bleibt's gerne mit einem Abo am Kanal am Start. Aber jetzt genug geschnackt, legen wir direkt los mit Punkt 1. In Lords of the Fallen gibt es 9 verschiedene Starterklassen. Von Stärke bis Dex, von Quality Build bis Bettler, Souls-typisch ist ja alles am Start. Doch die mit Abstand beste Starterklasse ist der Prediger Oreo. Der Prediger hat mit dem Hammer die mit wirklich Abstand stärkste Waffe, die was zweihändig einfach unfassbar viel Schaden austeilt und noch viel besser extremen Haltungsschaden anrichtet. Ich meine, ich habe mit dieser Waffe den Lichtschnitter im Tutorial besiegt, nach einem harten 10-Minuten-Kampf. Das Video verlinke ich euch am Ende in der Infobox. Was noch dazu kommt, er hat zu Beginn schon die strahlende Fackel. Ein Zauber, der was uns die ersten Stunden in Lords of the Fallen extrem erleichtert. Und das Beste an der ganzen Sache ist, du startest mit 18 Punkten in Strahlen. Und du kannst dir somit sofort in der Hubwelt bei Quagmire die strahlende Waffe kaufen. Die braucht nämlich genau 18 Strahlen und genau das erfüllen wir und das ist mit einer der besten Waffenbuffs im gesamten Spiel. Somit ist für mich klar, dass der Prediger die beste Starterklasse ist. Und würde ich heute nochmal starten, was ja leicht passieren kann, weil ich stattgefühlt jeden dritten Tag nicht, dann würde ich definitiv in Oreo nehmen. Besonders die ersten Stunden in Lords of the Fallen sind für Neulinge und auch für erfahrene Spieler besonders hart. Man hat nur sehr wenige Heilungen und kommt oft in Situationen, wo man es mit sehr vielen Gegnern zu tun hat. Und oft geht man da aus Kämpfen mit wenig Leben und ohne Heilung raus. Aber sehr oft stehen in der Spielwelt diese Statuen da herum. Und wenn man wenig Leben hat und sich dann noch Umbral begibt, dann bekommt man wieder volles Leben. Links oben sieht man's. Und wenn man dann diese Statue nutzt, kehrt man mit diesem vollen Leben zurück in die Welt der Lebenden. Mit voller Lebensleiste. Somit hat man wieder 2 komplette Heilungen am Start. Denn wenn ich jetzt mit der vollen 9 Lebensleiste sterben sollte, dann kehre ich wieder nach Umbral und hab wieder ein ganzes Leben. So gibt es praktisch 2 freie Heilungen, sollte so eine Statue am Weg herumstehen. Ein Tipp, der was mir persönlich massiv geholfen hätte. In
In Lords of the Fallen kommen die Seelen der besiegten Gegner nicht automatisch zu dir. Du musst sie dir holen. Die Idee finde ich deppert und ich finde es einfach nervig. Das war natürlich in den Souls-Spielen bisher immer richtig bequem. Egal wie weit ein Gegner weg war, dem was du gekillt hast, du hast zu 100% die Seelen bekommen. Und natürlich hätte das mein Leben in Lords of the Fallen extrem erleichtert, wenn ich gewusst hätte, dass man weit entfernte Seelen einfach mit der Lampe anziehen kann. Irgendwie genial, wenn es auch natürlich umständlich bleibt. Klar, es wäre schöner, wenn es sofort herkommen, aber das Wissen, dass man einfach nur die Lampe in die Höhe halten muss und R1 drücken muss, um so die ganzen Seelen anzusaugen, dieses Wissen hätte ich gern vorher gehabt. Lampe hochhalten, R1 drucken, Staubsauger einschalten und zack, Seelen kommen. Aber trotzdem deppert. Mimics in Lords of the Fallen sind ätzend as fuck. Lasst mich eines klarstellen, Freunde. Ich bin großer Fan von Mimics in den Souls-Spielen. Ich werde nie wieder meine erste Begegnung vergessen, wo ich mit einer Mimic gehabt habe. Die erste Mimic der Spielgeschichte in Dark Souls in Sens Festung. Du wirst gefressen, der What the fuck-Moment war grandios. Ein legendärer, ikonischer Moment. Denn die Mimics kommen sehr, sehr selten eigentlich, ja. Und die Überraschung, wenn du von einer Mimic gefressen wirst, die ist irgendwie cool. Es ist cool, weil es wie gesagt selten ist. Aber spätestens nach der dritten Motte, die was dich verspeist. Hi Freunde, Mottenmann hier. Ist das Ganze einfach nimmer lustig. Und lange Zeit wusste ich nicht, wie ich diese depperten Mimics erkennen soll. Denn, seien wir uns ehrlich, Mimics in Lords of the Fallen gibt es viel zu häufig. Du kannst alle Mimics der gesamten Souls-Spiele zusammenzählen und hast nicht so viele Mimics wie in Lords of the Fallen. Und klar, diesen Tipp wissen bestimmt die meisten schon, aber dennoch muss ich es da einfach reinpacken. Denn man kann diese Mimics natürlich erkennen. Das Ende eines normalen Items ist eher ruhig, Freunde. Und gerade, es macht langsame und angenehme Bewegungen. Das Ende eines normalen Items ist nahezu entspannend, gar hypnotisch und beruhigend. Wenn man sich diese leichten Bewegungen ansieht, dann kann man schon fast in einen Tiefschlaf fallen. Es ist einfach angenehm. Das geschissene Ende von einer Mimic, das headbangt mehr als mein Moderator Black Knight bei einem Kornkonzert. Und so erkennt man die Mimic. Na, das zappelt komplett herum, währenddessen das andere Item komplett ruhig vor sich hin plätschert. Und wenn man dieses Wissen hat, ist es ganz, ganz leicht. Man sieht da dieses headbangende Mimic-Item und dann zieht man die Motte einfach mit so einem Seelenangriff heraus. Insta-Kill, wunderschön. Hätte ich das vorher gewusst, das hätte mein Leben in Lords of the Fallen definitiv viel einfacher gemacht. Wer von euch kennt es nicht, wenn man gerade mitten in einer Situation ist, wo man auf keinen Fall das Gamepad weglegen kann? Man ist gerade bei irgendeinem Boss oder man kämpft sich durch die extrem heftigen Gegnerhorden in Lords of the Fallen und plötzlich läutet es an der Türe. Eventuell ist der Postler, der was da ein Päckchen bringt. Eventuell der Lieferdienst oder es ist einfach nur der depperte Nachbarin, die was dich wieder aufregt, warum du so laut schreist beim Zocken. By the way, Elotrix, absoluter Ehrenmann. Egal was, einer der Souls-Regeln Nummer 1 ist, es gibt keinen Pauseknopf. Lange Rede, kurzer Sinn, Fotomodus an, Pause, leichter geht es nicht. Lords of the Fallen hat einen offiziellen Pauseknopf, den Fotomodus. Das ganze Bild bleibt stehen und du kannst stundenlang Skifahren gehen, wenn du willst. Wenn ich das früher gewusst hätte, ja, dann wäre ich halt erst 4 Minuten später verreckt. Danke Miyazaki.
Parries sind eine effektive Sache in Lords of the Fallen. Ihr wisst ja, Freunde, ich liebe Parieren. Und anders als in den echten Souls-Spielen kannst du hier mit jeder Waffe parieren. Du drückst einfach kurz vorm Einschlag L1 und du parierst. Doch wenn ich gewusst hätte, dass das Parry-Fenster um ein Vielfaches größer wird, wenn du ein Schild benutzt, dann hätte das von Anfang an gemacht. Das ergibt natürlich irgendwie Sinn, weil man das ja von den anderen Souls-Spielen so gewohnt ist. Aber eben weil man hier mit Waffen parieren kann, wird das Schild oft vergessen. Doch wie gesagt, Freunde, mit Schild ist das Fenster der Parries um ein Vielfaches großzügiger. Probiert es einfach mal aus. Schnappt euch irgendein Schild, pariert dem Gegner das Leben aus dem Leib. Die Parries werden so absolut easy und befriedigend in Lords of the Fallen. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich viel mehr pariert, denn es macht einfach nur unfassbar Bock, mit einem Schild in Lords of the Fallen zu parieren. Die beste Waffe für mich in den ersten Stunden von Lords of the Fallen ist definitiv, und das wird viele überraschen, der Amboss-Hammer. Eine pure Stärkewaffe, die was man schon sehr früh aus einem Late-Game-Gebiet holen kann. Ihr braucht dazu den Pilgerschlüssel und ihr müsst euch bis zum Checkpoint Überreste von Dieter durchkämpfen. Ich zeige in diesem Video jetzt nicht den Weg, denn ich habe schon sehr viele Videos gemacht, wo ich gezeigt habe, wie man zu diesem Checkpoint gelangt. Ich verlinke euch aber ein Video von mir in der Infobox, wo ich diesen Weg zeige, wie du sehr früh zu diesem Checkpoint kommst. Und von den Überresten von Dieter aus ist es überhaupt nicht mehr weit. Wir laufen einfach den ganzen Weg noch vor und da oben liegt der Hammer. Und wir müssen den nur aufheben. Aber was ist jetzt so gut an diesem Hammer? Naja, ganz einfach. Er braucht zum einen nur 18 Stärke, um ihn zu führen. Jedes Claymore in diesem Spiel braucht 19, also braucht dieser Hammer weniger Stärke, um ihn führen zu können. Und das Geniale an der Sache ist, dieser Hammer macht unaufgelevelt auf Stufe 0 einen Grundschaden von 198, was unfassbar hoch ist. Mit Abstand der höchste Angriffswert für die ersten paar Stunden. Der Amboss-Hammer ist für mich persönlich komplett underrated. Du marschierst durch die ersten Gebiete durch und vernichtest jeden Gegner mit diesem fetten Teil. Und zu holen, noch nicht einmal einer Stunde. Hätte ich vorher gewusst, dass man diesen Hammer erhalten kann, dann hätte man den definitiv geholt. Wie anfangs schon erwähnt, Freunde, spielt sich Lords of the Fallen nur am ersten Blick wie ein klassisches Souls-Spiel. Du hast es hier mit viel mehr Gegnern zu tun als in den Dark Souls-Spielen. Es gibt Stellen, da hast du quasi Gegner-Horden, die was auf dich zulaufen. Ich habe hier mal ein bisschen Gameplay aus dem Tutorial aufgenommen. Hexwerk, du habt's einfach ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ne? Darum ist es aber absolut wichtig, dass man Wurf-Items verwendet. Denn Wurf-Items in Lords of the Fallen sind nicht einfach Verbrauchsgegenstände, die was irgendwann ausgehen. Nein, du hast diese Wurfgegenstände für immer und dauerhaft im Inventar. Mit jedem Rastpunkt füllt sie das Ganze wieder auf. Und mit Munitionstaschen füllst du deine Ladungen unterwegs wieder auf und kannst so wirklich werfen, was das Zeug hält. Gerade der verbesserte Klumpenhammer, der ist so unfassbar OP, dass du fast jeden Gegner damit one-hittest. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo du den nach einer Stunde schon bekommen kannst. Auch das verlinke ich dir in der Endcard. Darum, Freunde, egal ob du an Gegner abfarmst oder dich einfach durch Gebiete schlägst, wo viel los ist, verwende von Anfang an die Wurfgegenstände. Es vereinfacht dein Leben ungemein. Farme Gegner nie wieder mit einer Waffe ab. Ne? Töte sie mit aufgeladenen Würfen. Wenn du irgendwelche Steine farmst, scheiß auf die Waffen und hau denen einen kleinen Hammer in die Fressen.
sie gehen das sowieso nicht aus. Ne? Sie fühlen sich sowieso beim nächsten Checkpoint wieder auf. Wurfgegenstände in Lords of the Fallen sind absolut wichtig, absolut OP und machen dir das Leben definitiv leichter. Ja, Freunde, das Auge von Marco der Axt, das Umbral-Auge, ist mit Abstand das beste Auge im ganzen Spiel. Dein Schädel beginnt zu leuchten, ich meine, das ist schon mal geil, na, aber nur das würde nicht reichen, sage ich ganz ehrlich. Denn sobald dein Schädel leuchtet, sobald du dieses Auge eingesetzt hast, haben in Umbral die Gegner Angst vor dir und greifen dich nicht an. Absolut genial, es treibt mir die Tränen in die Augen, wie wunderschön dieser Anblick da ist. Ich hasse deine Mama trotzdem, du gesichtsloser Trottel. Und die zeige ich jetzt, wo ihr dieses Auge herbekommt. Ihr reist zum Heiligtum und geht dort sofort nach Umbral. Jetzt wartet ihr, bis das Auge rechts rot wird, dass der Reaper kommt. In der Zwischenzeit cleart ihr die ganze Plattform. Kurz bevor der Reaper eintrifft, geht ihr nach oben. Das ist ganz wichtig, denn ihr müsst euch jetzt auf diesen kleinen Balken droppen lassen. Wichtig ist, dass ihr da steht, wo ich stehe, wenn der Reaper kommt. Und nun taucht der Reaper auf und ihr lasst euch auf diesen Balken da fallen. Und jetzt wartet ihr einfach, bis der Reaper nicht auf einer Linie mit euch ist, sondern schräg zu euch steht. Nun macht sie einen Seelenangriff und zieht den Reaper in die Tiefe und mit diesem Fall Damage erleidet er 13.000 Schaden. Absolut genial. Jetzt wiederholen wir das Prozedere. Wir gehen wieder nach oben und bringen den Reaper in dieselbe Position. Achtung, jetzt nicht mehr den Seelenangriff machen, denn der Reaper muss durch eure Hand sterben, sonst bekommt ihr das Auge nicht. Ihr könnt ihn nun einfach beschießen mit allem, was ihr habt. Magie, Wurfgeschosse etc. pp. Bis dass er tot ist. Drum, Freunde, nehmt genug Mana-Klumpen und Munitionstaschen mit. Und wenn er dann stirbt, wie gesagt durch eure Hand, dann bekommt ihr das Auge von Marco der Axt. 20 Umbral-Reste und extrem viel Kraft zu Beginn. Das ist bereits im absoluten Early Game möglich, noch circa einer Stunde. Und ihr habt somit das beste Auge, 20 Umbral-Reste und habt ein schöneres Leben in Umbral, weil euch die Gegner nicht mehr am Arsch gängern. Danke geht an der Stelle raus für Marco aus der Community, der was mir im Livestream diesen grandiosen Tipp gegeben hat. Marco, ich sprich da für die ganze Community, aber was rede ich, sprich für die ganze Welt. Danke Marco, du bist der letzte Held unserer Zeit. Und der letzte Punkt, Freunde, ist mein Lieblingspunkt, sage ich gleich dazu. Wer kennt nicht diese Situation in Lords of the Fallen? Bist du deppert, macht mich das aggressiv, wenn mich so ein kleiner Wichser da runterhaut, muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Und nun ist es an der Zeit, Freunde, sich zu rächen. Denn es gibt nichts Spaßigeres, als wir jeden Gegner einfach nur runterzutreten. Wenn ihr L1 und R1 gleichzeitig drückt, dann tretet ihr jeden Gegner einfach mit euren Crocs in die Pappen. Und es macht so unfassbar viel Spaß und ist noch dazu richtig praktisch. Geht's einfach hin und haut diese Gegner mit euren Brotzenhaxen weg. Unfassbar nice und es macht einfach nur Bock. Ich finde es so spaßig in Lords of the Fallen. Und wie gesagt, es ist nicht nur Fun, sondern es ist ein sehr gutes Gameplay-Element. Denn in Lords of the Fallen gibt es viele Sprungpassagen, viele Anhöhen, zack, brack, eintritt in den Arsch von diesem Trottel und er liegt unten und ihr habt wieder euch einen Spaß gehabt. Und so könnt ihr euch rächen. Es macht unfassbar viel Bock und es ist, wie gesagt, unfassbar hilfreich. Und das waren meine 10 Punkte, Freunde, wo ich sage, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich definitiv ein angenehmeres Leben in Lords of the Fallen gehabt. Und nun seid ihr dran, Freunde.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps für Neulinge, die was extrem spielentscheidend oder besser gesagt spielerleichternd sind, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, ob ihr alle 10 Punkte schon gewusst habt oder ob für euch auch irgendwas dabei war, das was Neuland ist. Ich wünsche euch jetzt nur einen wunderschönen Tag. Viel Spaß mit Lords of the Fallen. Wir sehen uns zum nächsten Stream oder Video. Euer Jack FromSoft.